Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Factory Town auf meinem Kanal. Da sind wir auch schon wieder zurück in einer neuen Aufnahmerunde und es läuft soweit noch alles da, so wie es aussieht. Die haben hier schon voll Zucker gesammelt, ich würde da noch upgraden, können sie noch weitermachen. Karotten habe ich gerade gesehen, ist auch schon bald voll und unsere Farm läuft ja hier bereits. Da wird gerade Wasser gefüllt. Geht also alles voran, soweit es soll. Ich habe kurz geschaut, was kann man denn aus diesen Zutaten herstellen. Und von oben her gesehen, hier käme Zucker dazu für das Gegengift. Dann wird es hier noch Marmelade geben. Und da gibt es da was sehr Interessantes, nämlich den Gemüseeintopf aus Tomaten, Kartoffeln, Karotten und Brennstoff. Gibt es einen Gemüseeintopf? Der wäre sehr interessant, weil der ist hier unten, gibt 16 gelbe Münzen. Und beim Gemüse ist er das unterste. Also wir haben ja bereits hier bei Getreide haben wir das Sandwich, das unterste. Und hier bei Obst und Gemüse hätten wir dann den Gemüseeintopf. Fruchtsaft ist auch da, gehört auch in diese Kategorie. Und da bräuchten wir nur noch irgendwie Fisch oder Fleisch Eintopf. Proteinshake gibt es auch. Das ist Fisch und das ist der Fleischeintopf. Ja, da könnte man auch was dazu verwenden, aber ist schwerer zusammenzustellen, sage ich mal. Also das wäre wirklich gerade, es würde die drei Felder gerade abdecken. Und auch noch mit derselben Menge. Das wäre nicht schlecht. Ja, und den Zucker, den können wir auch sonst noch irgendwo brauchen. So, dann würde ich doch sagen, ich baue hier Karotten an. Da haben wir sie. So. Da sind Tomaten. Also ist hier die erste Reihe. Da haben wir auch noch gar keine Silos platziert, wie ich da sehe. So weit sind wir anscheinend noch nicht gekommen. So. Ist das exakt dieses Feld? Ich nehme es mal an. Ah ja. Kann man vielleicht auch da drüben erkennen. So. Okay, da so hin. Jetzt dachte ich gerade, hä, habe ich jetzt da was Falsches platziert? Nee, nee, passt schon. Sollte so passen, gut. Weil die werden jetzt gerade, die wachsen. Die sind anscheinend, die sind kleiner, wenn sie dann eins gewachsen sind, als wenn sie noch... die sind erntebereit, so ist das hier. Und da drüben käme dann der Zucker hin, da kann ich auch schon mal... Gießen einschalten, so. Und wählen wir da Zucker aus. Und da habe ich ja sogar schon die Karotte ausgewählt. Sehr gut. Okay, dann kommt da das wie immer. So nämlich. Dann kämen da die hin. Wir haben noch Silos da. Und irgendwo haben wir Conveyor, genau. Oh, die Forschung ist fertig. Das kommt ja gerade richtig. Mana-Förder. Und da die Reinigungen haben wir da freigeschaltet. So, geht da rein. Den kopiere ich mir darüber. Oder brauchen wir da noch eine Lore? Die natürlich als Filter die Karotte hat. So. Die kann jetzt noch nirgends abgegeben werden, weil wir da einfach mal gefarmt haben. Ich denke, ich lasse das volllaufen hier. Und dann werde ich diese Früchte dann da am Markt oder so abgeben. Einfach so weg. Gut. Und dann hätten wir da noch den Zucker. So, Pflanze Zucker. Bin ich mir gar nicht sicher. Soll ich den... Ich warte vielleicht noch mit den Pflanzen. Was jetzt auf jeden Fall... Ah, wir haben sowieso nicht mehr Karotten hier hinten. Aber die braucht es jetzt nicht mehr. So. Und diese Karotten, die da sind, die können wir sonst irgendwie beim Markt hier zum Beispiel so hinpacken. So. Da würden die Sandwiches ankommen.
Ja, jetzt braucht er hier die 50 Karotten durch, die werden da schön verkauft. Das ist ja das Schöne, man kann die auch einzeln abgeben da. Das ist sehr schön. So, die Produktion hier, die würde ich mal ausstellen. Wenn wir da schon bei sowas dabei sind. Weil wir haben jetzt 2000 verstärkte Bretter. Das muss irgendwann mal reichen, denke ich. So, deshalb lassen wir die da noch ausgehen. Und da müssten wir dann schauen, was wir da als nächstes mit dem Eisen machen müssen. Wie viel Bestand wir da überhaupt haben. So, ja, jetzt haben sie keine Nägel mehr. Ich kann sie auch einfach mal abschalten, so. Und da stehen lassen. Ah, und den Ausgang haben wir auch ausgestellt, genau. Und wie man sieht, haben wir nicht mehr allzu viel Eisen. Also so 2000 haben wir noch. 1000. Ja, und 2000 Nägel. Und was produzieren wir da? Nur Nägel. Dann stelle ich da Eisen auch mal noch ein. Der ist irgendwie stecken geblieben. Ja, es meint nur noch einer und deshalb geht es da nicht mehr so schnell voran. Aha. Okay, jetzt soll es wieder besser sein dann. Gut. Ja, ich denke, wir machen zuerst mal jetzt... Zuerst räumen wir jetzt hier auf. Dafür nehme ich die Äpfel hier. Oder, nee, Tomaten. Nehme ich mit. Stelle ich hier hin. Ah, oh, kann ich nicht. Aber der da ist jetzt leer. Kann also weg. Und dann stelle ich die Tomaten dahin. Und die geben wir da auch gerade raus. Und die Kartoffeln natürlich danach auch. Gut. Und wir haben hier natürlich auch noch die Baumfarm, die da in den Weg kommt. Die geht aber nur bis hierhin. Also den Platz hier, den können wir brauchen. Und eigentlich brauchen wir gar nicht viel Platz. Wir bräuchten theoretisch für jede Fruchtart einen Silo. So, und der hat auch nicht mehr viel. Den könnte man zum Beispiel mal hier hinten hinstellen. So, dann gibt es da Platz. Der hat auch Kohle drin. Hä? Oh nee. Das ist ja besonders gut. Da sammeln wir Mehl da drin. Wow. Wow, echt geil. So schön. Ach Gott, da haben wir ja so einen Verlust erlitten. So, jetzt wird hier drüben mal... Nee, das ist natürlich... Oh Gott. Nee, weißt du was, ich lasse es so. Ich mache hier hinten aber einen Greifer hin. Mit Filtermehl. Und hier drüben mache ich auch einen Greifer mit Filtermehl. So, und jetzt kommt hier erstmal Mehl raus. Also das war wohl ein Fehler von mir. Da haben wir über 200 Mehl haben wir da. Jetzt gibt es natürlich erstmal Brot. Und weil da drüben sowieso schon genug Brot ist, reicht es auch, wenn wir das Brot gleich hier durchlassen. So, und das braucht jetzt natürlich auch gerade ein bisschen Kohle hier. Ja, das war wohl ein Fehler da. So, zum Glück haben wir den gefunden soweit. Ja, jetzt wäre es eigentlich so, dass wir hier... Ab da... Soll ich wieder dieses Doppelverfahren machen? Es muss ja alles in eine Küche. Und es reicht, glaube ich, eigentlich, wenn es so reinkommt. So. Dann hätten wir drei Silos. Einer ist für Karotten. Einer ist für Tomaten. Und einer ist für Kartoffeln. So. Gut. Wenn sie jetzt weiterlaufen, sollte das hier schon klappen. Genau. 20 sind bereits da. Da müssen wir halt schauen, wie viel wir da produzieren. Es wird vielleicht am Anfang nicht ganz so leicht sein. So, dann brauche ich eine Küche.
zum Beispiel so, die uns hier nicht den Fleischeintopf, sondern hier den Gemüseeintopf macht. 6 Sekunden hat sie dafür. Braucht noch 2 Brennstoff. Da kommt es wieder. Also aktuell brauchen wir ja da noch unsere Kohlevorräte durch. Später müssen wir da auf Alternativen zurückgreifen. So. Füllt sich bereits. Die Minecarts kommen. Kommen Tomaten rein und da kommt was anderes rein. So. Und da entsteht es bereits. Ja, und jetzt kommt wieder, also diese Bahntaktik, die ich hier habe, die muss ich noch überarbeiten. Die funktioniert so nicht gut. Wirklich nicht. Und fürs Erste würde ich jetzt hier einfach ein Förderband machen. Na gut, eigentlich da können wir auch gerade durch, so. So, es muss ja hier eh niemand durch. Fisch haben wir wieder genügend. So, und jetzt laufen die einfach auf dem Förderband da durch, bis hier zum Markt, so. Das ist jetzt aktuell das Beste, was ich anbieten kann. Ja, und jetzt haben wir natürlich schon einen sehr großzügigen Speicher hier. Also wir müssen schauen, ob wir da alles verbrauchen. Hier würde ich auf jeden Fall mal die höchste Stufe reinmachen. Um zu schauen, ob das schneller geht da. Ja, also schon Teil der Farm ist in Betrieb. Da oben haben wir 400 Zucker. Ich denke, das reicht. Und jetzt schauen wir uns mal noch an, was wir da erforscht haben. Zeigt es nicht mal an hier. Da. Das ist der Mana-Förderer. Ich baue jetzt mal schnell so einen hin. So. Was können wir denn mit dem machen? Wir können Feuerscherben, Wasser, Erd- und Luftscherben erstellen. Aus einem Erz. Mit Mana-Kraft. Und da gibt es Scherben. Und diese. Da ist ja gerade so ein Tempel hier. Erdtempel. Genau, der braucht 4 Erdscherben, 2 Mana-Kristalle und lila Münzen. Da gibt es einen Erdkristall. Ah, okay. Da sollten wir übrigens die Mana-Produktion mal ein bisschen steigern. Noch in dieser Hinsicht. Jetzt schauen wir schnell wegen dem neuen Forschungsprojekt. Erweiterte Logistik wäre hier. Feuerreinigung. Ja, das können wir alles noch nicht machen. Mana-Reaktor gibt es noch. Dafür brauchen wir aber alle anderen 4. Und dass wir die haben, müssen wir zuerst baulich was machen. Deshalb würde ich bis dahin mal die erweiterte Logistik erforschen. Kostet ja nur 20 Schreibutensilien. So, scheint hier. Das geht sowieso nicht. Ich dachte, ich könnte die noch retten. So, also die können da weg. Und wir bräuchten dann da was anderes. Aber der soll jetzt erstmal das erforschen. Die können auch weg. So. Ja, jetzt müssen wir natürlich wissen, welche wollen wir denn da zuerst machen. Und für die Base brauchen wir Juwelen und Kronen und Halsketten am Verzauberer. Und der Verzauberer ist ja hier. So, für die Krone, da brauche ich Luftreinigung. Für die Halskette brauche ich Erdreinigung. Polierte Steine, dann Gold, oh. Luftkraft und Erdkraft. Also können wir auf Luft oder Erde gehen. Wir haben Erde hier hinten. Das ist, glaube ich, Wasser, genau. Und es müssen noch weitere Tempel in der Nähe sein. Hier war nix. Oder müssen wir die Map noch ein bisschen erweitern? Wie viel Geld habe ich da? 63.000 steht ja da. Dann kann ich doch hier mal kaufen. Und hier. Weil vielleicht
Kommt da der Tempel zum Vorschein und hier die Wüste? Ah, Gold, immerhin Gold. Oh, ja, ich sollte aufhören, es wird langsam teuer. Ja, da wird es zu teuer. So, aber jetzt habe ich einiges gekauft, ist aber nichts zum Vorschein gekommen. Hier hinten kommt nur noch Wasser. Da müssten wir nicht unbedingt weitergehen. Ja, dann würden wir doch mal mit Erde starten hier. Erdstein ist da, Erdtempel ist da. Das kann ja nicht so schwer sein. So, also wenn wir jetzt das Beispiel Erdscheibe nehmen, dann ist das gar nicht mal so schwer. Dann gehen wir mit dem hier nach oben. So zum Beispiel. Nehmen da ein Lager. In diese Richtung. Leider kann ich nur einen Erntehelfer platzieren. Kann er das abbauen? Ja, kann er. Gut. Der macht es mir hier in die Scheune. Genau. Ja, toll. So, da muss erstmal ein Gerüst hin. Gut, dann haben wir hier einen Greifer. Und der legt mir das hier rein, wenn ich da Erdscheibe aktiviere. Genau, funktioniert das. Da brauchen wir nur noch Mana-Kraft. Und dann entstehen schon Erdscherben. Und hier kann ich dann 4 Erdscherben und 2 Mana-Kristalle, 10 Münzen in ein Erdkristall umwandeln. Okay. So, wir arbeiten da mal ohne Terraforming hier. Aber demnach kann ich hier nochmals ein Lager hinbauen. Ja, da passt jetzt genau. Das habe ich jetzt toll gebaut, das Lager. Gut. Ah, jetzt geht's da. Okay. So, hier mit Greifer. Da rein und danach schauen wir. Jetzt diese Mana-Kraft, die haben wir hier unten schon bereits gebaut. Das sind ja der Sender-Empfänger. Das muss ja hier durchgehen. Und danach wieder zurück und über einen Auflader wieder verarbeitet werden. Das ist ja da das Ziel. Und da klaue ich mir auch mal hier so eine Scheune, die genug beinhaltet. Und diese da ist noch nicht so groß gefüllt. So. Dann können sie da nämlich wieder arbeiten, denn wir brauchen noch mehr. Glaube, wir brauchen noch deutlich mehr. So. Ah ja, und übrigens, bevor wir da den Zucker vergessen, den stelle ich mal da rein. So. Gut. Dann haben wir da den sogenannten Mana-Sender. Ich stelle es einfach mal hin, weil ich kann es ja direkt wieder verschieben. Das ist ja das Tolle hier. Empfänger und Auflader. So. Dann würde ich doch den Sender da hinstellen. Empfänger kann da bleiben. Ah, jetzt ist das Problem, dass wir wieder zurück müssen danach. Und das geht hier schwer. Weißt du was, dann nehme ich den 1 zurück. Wir machen das Lager hier drüben hin. So. Und wir machen den Auflader hier auf der Rückreise. Und dann würde da, ne, das ist ja die Scheune, genau die hier. Die würde da irgendwo hinkommen. So. So nämlich rein. Jetzt kommt es da gerade ein bisschen in den Weg. Ein paar Ressourcen sollten da weg. So. Damit wir da ein bisschen Bauplatz haben.
Okay, geht da rein. Das müssen wir noch anschließen gleich. Der da dreht nach da. Und ich nehme an, dass wir da noch einen weiteren Auflader brauchen. So nämlich. Und da. Also einerseits Rohre, Mana-Anschlüsse. Hier kommt ein Anschluss rein. Die habe ich aber auch hier. Und dann wird das so und so verbunden. Ich bin gespannt, ob es diesmal jetzt einfach so funktioniert, weil letztes Mal war ja da das Problem. Dass ich gar nicht groß was dafür konnte. Gut, ich gehe da in die Rohransicht und wir schauen mal. Jawohl, funktioniert auf das erste Mal. Sehr gut. Und jetzt kommt er gar nicht mehr mit Produzieren. Er braucht jeweils zwei Steine. Aha. Genau. Wir geben es auf diese Seite aus. Ich nehme es gerade hier weg. So. Mit einem Greifer. Genau. Dann kommt das Ganze hier rein. Erdscherben. Wir brauchen 10 Sekunden für zwei Erdscherben. Und danach brauchen wir 10 Sekunden für vier. Also, der wird wahrscheinlich sowieso nicht durchlaufen. Den kann man nicht bewegen. Ist sehr interessant. Aber drehen kann ich ihn. Sehr interessant. So, nachher kommt da natürlich das Ganze hier raus. Hier rein. Am Ende kommt da wieder eine Scheune hin. Was sind das hier? Beeren. Ah. So, käme das wieder in die Scheune. Und es braucht nur noch eine Scheune, weil wir noch mehr von diesen Kristallen hier brauchen. Hier habe ich zum Glück noch eine. So mal. So, die grade ich auch gerade noch ab da, weil wir brauchen mehr da. So, und da kommt das Ganze raus. Mal schauen, ob das geht. Genau. Ist jetzt da noch nicht nachhaltig. Das noch nicht. Aber wir haben bereits den ersten Erdkristall. Jawohl! Sehr schön. War gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Und das müssen wir jetzt viermal noch machen mit den unterschiedlichen Tempeln. Ja, das wird noch ein Erlebnis. Also wir müssen mehr Mana produzieren, unbedingt. Da muss ich den Fokus drauf legen, unbedingt. So, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist auch da wieder dabei. Bis dahin, tschüss!